Hallo. Was ist zeittechnisch nicht ganz so effektiv zu spielen, macht aber unglaublich viel Spaß? Richtig, der Necrolancer. Schon fast vergessen, dass es ihn gibt, diesen Build, diesen uralten Build. Aber er macht so übelst übertrieben Laune. Ich meine, ich muss dazu sagen, Voraussetzung ist dafür ist A, eine gewisse Summe Gold zu haben, die ich jetzt nicht mehr habe. Ich hatte, glaube ich, 4 Milliarden, also Bill Gold, heute Morgen noch. Man sollte wenigstens ein paar Steinchen haben. Ich habe jetzt nicht wirklich viele, ne? Und man sollte auf jeden Fall mal so ein vernünftiges, auch ohne Kaldesans, auch ohne Kaldesans Aufwertungen, aber ein vernünftiges Build muss einfach sein. Also die habe ich jetzt zum Beispiel für meinen anderen Build gebaut gehabt gestern. Ohne Scheiß, kein Scheiß, 10 Versuche, je Item und es ist in Rot rausgekommen. War halt übelst Dusel. Ist immer so. Den Geum hatte ich schon, da war geschickt drauf vom Mönch. Die hatte ich auch schon, die hat zum Beispiel keine Resis drauf, wollte ich schon fast wegwerfen. Aber, naja, für diesen Zweck reicht es. Die ist nicht unbedingt Pflicht. Naja, klar, eine Zusammenkunft der Elemente ist natürlich besser. Aber genau aus dem Grund habe ich hier dann auch den Knochenspeer und mit der, ja, mit dieser Flächenschaden-Funktion, also nicht Flächenschaden, mit dieser, ja, mit dieser Multistrike-Funktion mit reingenommen. Das rettet einem schon manchmal den Arsch, wenn die Gegner ein bisschen knapper zusammen sind, wie sie sein sollten. Der Build funktioniert unter der Voraussetzung, dass genügend Gegner da sind und dass die Gegner auch One-Hit sterben. Oder so ziemlich One-Hit. Wenn die Gegner schon teilweise 3 oder 4 Treffer benötigen, dann ist die Stufe einfach zu hoch. Dann macht dieser Build keinen Sinn. Aber, um jetzt auf T16er Niveau in Grifts, also 75er Stufe, 70er Stufe, 60er meinetwegen, Low Games zu pushen und dabei Spaß zu haben, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Was wichtig ist, ist natürlich Ablenkzeit auf jedem einzelnen Item. Wichtig ist etwas Angriffsgeschwindigkeit, also Attack Speed, so 1,75 solltet ihr schon kommen. Und die Gems sollten auch so circa 100 bis 120 angesetzt sein, um da auch vernünftigen Schaden rauszuhauen. Klar, man kann es auch mit 80er Gems machen und dafür dann auf T13 oder so Niveau laufen. Aber wie gesagt, man muss mehr reinstecken, also man muss mehr Power reinstecken, vor allem an Paragon-Punkten und Mainset. Ja, Mainset kommt durch Paragon-Punkte, nicht durch das Gear. Weil da jetzt noch, außer die beiden Items, die ich jetzt vom anderen Build habe, kein Kaldesans oder so drauf ist. Ne? Also ganz normal Bosskiller, hieß es glaube ich früher. Ja, seht selbst, es macht einfach übelst Laune. Der Punkt ist der, mit der passiven Skillung hier, Blut ist Macht, 20% Zeitreduktion, nachdem wir insgesamt mit dem Sprung. Man kann jetzt natürlich auch die andere Rune hier nehmen, die 10% verbraucht. Und dann also 10-mal springen, beziehungsweise 20-mal springen, verbraucht unseren gesamten Life-Pool. Dazwischen drin regenerieren wir uns hoffentlich, indem wir Gegner töten und Heilkugeln aufsammeln. Das ist Sinn und Zweck der Sache. Dann kann man hier mit der passiven Skillung Blut ist Macht, nachdem ihr insgesamt 100% eures maximalen Lebens verloren habt, werden alle Abklingzeiten von Fertigkeiten, also jede Fertigkeit jeweils einmal pro Durchgang, um 20% reduziert. Das sind nochmal 20% Abklingzeiten, dann Radmas Schild, das wird dann praktisch nach dem Zünden oder kurz nach dem Zünden nicht durch irgendeinen unglücklichen Zustand, es gibt Mobs, die sind immun dagegen. Die können also Brecher zum Beispiel. Dass wir da nicht sterben, sonst war das ja alles umsonst. Ist ganz wichtig, sollte drin sein. Das muss nicht unbedingt drin sein, ist ein kleiner Boost, muss aber nicht drin sein. Da kann man jetzt stattdessen zum Beispiel hier Leichenschmaus nehmen, dass man mehr Heilkugeln kriegt. Oder dass man hier, naja, so ein zweites, naja, zweite, naja, eine kleine Absicherung gegen das Sterben. Oder sowas kann man auch mit reinnehmen, dass man ein bisschen schneller unterwegs ist. Macht natürlich auch Sinn, auf jeden Fall.
Nehme ich sogar glatt mit rein. Ja. Macht sogar fast mehr Sinn als die 20% extra Schaden. Also es kommt darauf an, es muss man halt ein bisschen abwägen. Was will ich haben? Will ich mehr Schaden haben oder will ich ein bisschen mobiler sein? Also ich habe jetzt zu diesem Zweck die Qual 16er Stufe gewählt. Ich habe es auch auf 80, 85 wird wirklich arg knapp, trotz dem ganzen Paragon und alles. Aber ohne Kaldesans geht es einfach nicht. Wie gesagt, man muss mehr reinstecken an Intensität, an Energie sozusagen, an Paragon-Punkten, an Mainstat, an Damage, wie der Nutzen davon. Vorteil ist einzig und allein, dass man durch den Geom fast in einem Zug durch das komplette Grift durchrutschen kann, ohne Pause. Also wenn die Maps es zulassen und genügend Mobs da sind, dann kann man es ohne Pause durchrutschen. Man bekommt dadurch einen unglaublich hohen Multiplikator für XP, also zum XP-Farmen, wenn man vor allem den Boost noch ein bisschen durch normale Nephalem-Portale reingeholt hat. Empfiehlt sich das. Man kann da wirklich unglaublich schnell, sogar auf dem hohen Paragon-Niveau, kann man mit 80ern zum Beispiel fast pro Durchgang ein Level gut machen. Also zum Paragon-Grinden ist es wirklich Bombe, Bombe. Fast besser als der Bonespear-Build. Da starte ich hier direkt mal, um es euch zu zeigen. Man startet, geht sofort rein, sobald der erste Mob gesichtet ist, und zurück halt immer nur auf die 2. Bis man einen Krampf im Finger, in der Hand kriegt und ab und zu halt springen, um ein bisschen, ja, um es fortzubewegen und um ein bisschen von der eigenen Gesundheit praktisch runterzuholen. Runterholen, ja, böses Wort, vielleicht. Das habe ich jetzt zum Beispiel mit der linken Maustaste gemacht, weil es einfach schneller geht. Durch das Verschlingen an sich töten wir ja nur zu, also durch diesen Zweierknopf hier, was ich drücke, töte ich nur zufällige Gegner und durch den Mausknopf töte ich gezielt einen Gegner, sprich einen Boss oder ein Elite-Pack oder irgendwas. Hier, oh, ganz knapp, genau das meine ich. Um diese Lücke abzuschließen, diese kleine Lücke abzuschließen, brauchen wir eben doch entweder durch, zum Beispiel durch das Zweier-Set mit Borns Schultern und Borns Schwert. Aber dann haben wir den Geom nicht mehr. Außer man würde das jetzt irgendwie geschickt über den Cube lösen. Nemesis-Armschienen, ganz wichtig, sonst klappt das nicht. Man braucht pro Zündung von gefrorene Länder brauchen wir mindestens 2 bis 3 Elite-Packs, um diese Abklingzeit praktisch konstant oben zu halten, ohne Pause, so wie jetzt zum Beispiel. Das wäre eigentlich erwünschenswert, so dass praktisch keine einzige Pause dazwischen entsteht. Wir brauchen mehr Gegner. Wir sind schon zu wenig Gegner hier. Macht jetzt auch überhaupt nichts aus, dass ich jetzt praktisch in einer Phase in das nächste Level rüber switch. Man sollte halt einfach nur mobil sein und von Gegnergruppe zu Gegnergruppe. Und jetzt wird es schon wieder richtig knapp, weil eben die Abklingzeit nicht sofort, beziehungsweise der Elite-Gegner nicht in der Nähe vom Eingang gewesen ist. Sowas muss man, auf solche Dinge muss man vorbereitet sein und wissen, was man in dem Moment tun muss. Nämlich hier mit dem Speer ein bisschen die Abklingzeit abrunden, vielleicht noch zwischendrin. Wäre auch ganz praktisch, dass man ab und zu hier ein bisschen mit dem Speer arbeitet, um dadurch den Obsidian-Ring ein bisschen von der Abklingzeit wieder gut zu machen. Hier zünden, sofort Knochenrüstung zum Stunnen und immer wieder auffrischen, die Kugeln einsammeln, nicht vergessen, das dauert ewig. Hier, diese Progress-Kugeln sind 3%, jedes Mal pro Kugel 1% circa. Auf höheren Stufen ist es mehr, ich weiß. Und der Boss, der ist ja wirklich ein Mausklick und ist tot. 2 oder 3 Treffer. Angriffsgeschwindigkeit bestimmt, wie schnell wir verschlingen und wie schnell diese Kadaverlanze angreift, sozusagen. Das ist zwar ein automatischer Hit, also man bleibt da mit dem Finger auf dem Abzug, sozusagen, auf der Maustaste gedrückt. Nein? Ja, wenn man jetzt drückt und keine Leichen da sind, sagt sie nein. Ja?
Diese Animation hier wird bestimmt durch die eigene Angriffsgeschwindigkeit. Also Angriffsgeschwindigkeit ist zwingend, dringend notwendig. Lasst mich sehen, was sich machen lässt. Und wir brauchen keine kritische Trefferchance, lediglich den kritischen Trefferschaden. Und die Abklingzeit natürlich. Wie ihr hier selber sehen könnt, kritische Trefferchance 25,5%, also nur das, was eben schon drauf war, zum Beispiel auf den Armschienen hier. Die sind sowieso die falschen Armschienen, ich weiß, sondern eigentlich welche mit Kältebonus drin sein. Man könnte jetzt hier den zum Beispiel den aus dem Cube hier, diesen Johnsons Kleinod Anhänger direkt tragen, wenn man denn einen guten hat. Mit Elementarschaden, mit Intelligenz und mit Crit-Treffschaden. Oder statt Intelligenz Angriffsgeschwindigkeit noch besser. Oder Abklingzeit. Eins von beidem. Allerdings würde ich fast sagen, wenn man die Wahl hat, auf einem Item zwischen Angriffsgeschwindigkeit und Zeit, also Abklingzeitreduktionen, wie zum Beispiel jetzt hier auf den Handschuhen, wenn ich jetzt hier die Wahl hätte zwischen Angriffsgeschwindigkeit oder Abklingzeit, wäre ich ganz klar für die 7% Angriffsgeschwindigkeit, weil diese 7% Angriffsgeschwindigkeit bedeutet auch, dass wir um 7% schneller während dieser 10-Sekunden-Phase. Es sind ja nur 10 Sekunden, wo das Ding anhält. Und in diesen 10 Sekunden wollen wir so viele Gegner wie nur irgend möglich töten, um mit dem Messerschmieds Räuber im Cube pro getöteten Gegner eine Sekunde. Sprich, wir müssen 120 Gegner töten. Abzüglich natürlich der Abklingzeit. Also sprich, das, was also auf der anderen Seite der Abklingzeit noch übrig bleibt, sprich diese 39%. Um diese Lücke zu schließen, benutzen wir Messerschmieds Räuber. Sprich, wir müssen dann noch circa, keine Ahnung, schlag mich tot, 39% von 120 Gegnern töten, um diese Lücke abzuschließen für diese 120 Sekunden Abklingzeit. Damit wir praktisch von einer Phase zur nächsten rüber switchen können, ohne Pause. Und weil ich das eben momentan noch nicht kann, weil die Abklingzeit noch nicht so perfekt ist oder manchmal die Mob-Konstellation einfach zu gering ist, zu wenig Mobs, zu wenig Gegner, dazu habe ich eben hier noch diese Oh-Shit-Taste, dass ich ein bisschen durch den Obsidian-Ring beim Verbrauchen von Ressourcenkosten und Treffen von Gegnern, logischerweise, wir müssen Gegner treffen damit, pro Treffer macht es eine Sekunde lang gut. Also eine Sekunde Abklingzeit pro Gegner, der getroffen wird. Ob ich jetzt 10 oder 20 Gegner damit treffe, ist scheißegal. Pro einzelnen Mausklick und Treffer von Gegnern ist das eine Sekunde, die wir gut machen. Das ist nicht viel, sollte auch dementsprechend eine günstige Fähigkeit sein, keine super teure, damit wir das im optimalsten, schlimmsten Fall oder im schlimmsten Fall der Fälle so oft wie möglich einsetzen können, um uns den Arsch zu retten. Sterben wollen wir auf gar keinen Fall, sonst verlieren wir den Bonus. Ja, das ist eigentlich alles. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Man kann damit Gems pushen, bis eben 10 Level vor dem Level, was wir gerade spielen, 75. Das heißt, bis Level 65 können wir die Steine mit einer Chance von 100% hier 100% abschließen und danach geht es ja runter zu 90, 80, 70, 60% und so weiter. Also um diesen Build effektiv zu nutzen, wenn man das so überhaupt sagen darf, aber effektiv ist das nicht, würde ich jetzt mit demselben Paragon-Level zum Beispiel einen Glockenmönch spielen, einen Sun Woku mit einem Geiferschlag oder im Cube würde ich viel, viel mehr Mobs killen und ich würde auch mit den Geum viel, viel schneller unterwegs sein und fast kostenlos und hätte auch mehr Resis und so weiter. Macht auf jeden Fall, also mit dem Mönch macht es auf jeden Fall mehr Sinn, solche Speedruns durchzuziehen auf Low Griftstufen, aber es macht einfach unglaublichen Spaß. So, das war's von meiner Seite aus. Überlegt euch, ob ihr euch selber so einen Nekro-Speerlanzen werfenden Build bauen möchtet oder nicht. Von meiner Seite aus
Ich kann einfach nur sagen, mir macht's übelst Spaß.